Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Argentinien und der Solo-Sieg-Challenge. Wir haben Tag Nummer 27 und wir stehen weiter auf Rang 3 mit jetzt 296 Siegpunkten. Und das hier ist ein Konvoi und der ist rot, weil das hier ist ein neuer Feind. Madagaskar ist mit uns im Krieg, aber nicht nur Madagaskar, sondern tatsächlich jetzt auch Pakistan. Und beide haben uns heute den Krieg erklärt, zuerst Pakistan am frühen Morgen, vor wenigen Stunden auch noch Madagaskar und beide greifen uns jetzt an. Es macht aber alles wirklich eher sehr wenig Sinn. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie hier zu bezwecken versuchen. Sie geben mir gerade eigentlich nur Zeit zum Reagieren. Sie schicken hier Kräfte durch, Kamerun ebenfalls, also der Angriff kommt. Es ist aber noch keine wirkliche Invasionsflotte und bislang konnten wir auch ganz gut zurückschlagen. Unsere Bomber haben die ersten Sichteinheiten hier von, die ersten Speer von Pakistan versenkt. Hier vorhin wurde einer zerstört von dem Bomber aus Recife. Wir werden auch weitere deren Einheiten angreifen. Und das hier, dieser Konvoi, das sind tatsächlich Flugzeuge. Und wenn das keine Falle ist, um meine Kreuzer hier in irgendwelche U-Boote reinzulocken, dann wird das ein riesiger Verlust für sie sein. Denn ich glaube tatsächlich, was hier passiert, und das kann ich euch hier vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, was hier gerade passiert, ist tatsächlich Madagaskar. Und sie haben mir ein Angebot geschickt, Frieden für San Juan. Das ist die Insel hier, Puerto Rico, die Hauptstadt davon. Und ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich erwarten, dass wir ihnen das geben. Dass wir Angst vor ihnen haben, da wir auch unsere Speer zurückgezogen hatten auf Wunsch von Pakistan. Dass sie wirklich glauben, dass wir jetzt ihren Forderungen gerecht werden, ihnen die Insel abgeben und sie ihre Flugzeuge dahin bringen können. Und natürlich wird das nicht passieren, denn wir haben ja durchaus mit sowas gerechnet. Wir haben uns seit ein paar Tagen darauf vorbereitet. Wir sind nicht wirklich bereit. Wir könnten gerade keine Invasionsarmee uns entgegenstellen. Wir haben keine Kräfte hier wirklich gesammelt. Wir haben einen sehr angeschlagenen Bomber, ein paar Artis, einen Ballon und einen Haufen Infanterie. Wir haben noch keine schweren Kräfte da. Aber die nächsten werden demnächst fertig. In Buenos Aires ist in 2 Stunden das EBG fertig. Ein Schlachtschiff wurde in Santiago de Chile gebaut. Ein U-Boot wird dort aktuell konstruiert und in Mendoza wird eine Arti gebaut, Copiapo baut noch ein EBG und in Neken ist der Bomber in 11 Stunden fertig. Also wir werden immer stärker werden, wir haben auch hier oben EBGs im Bau, die Fabriken werden langsam fertig, wir werden jetzt richtig stark werden können und in 5 Tagen zum Beispiel wären wir schon fast unangreifbar. Die Frage ist nur, wie lange werden sie brauchen? Vermutlich nicht mehr so lange, sie bringen halt eben die ersten ihrer Kräfte bereits in Position, noch keine großen Armeen. Das ist gut, aber die könnten bereits hier schon kommen, das könnten jetzt große Armeen sein. Und da müssen wir jetzt irgendwie drauf reagieren. Das EBG wird nicht rechtzeitig ankommen, ist das Problem. Wir haben das noch nicht da. Die 2 Bomber werden auch keinen Unterschied machen. Wir müssen eigentlich jetzt schnell einfach große Armeen herüberbringen. Und ich denke, wir müssen sogar die Verstärkung abziehen aus den Gebieten für Alaska. Wir werden eventuell sogar einen Angriffsstopp verhängen für Alaska, denn wir haben hier oben auch Fortschritt gemacht, den zeige ich euch gleich. Aber es ist einfach extrem schwierig, hier weiter vorzugehen und gerade die Ostküste der USA wird schwierig zu sein, zu halten gegen die Invasion aus Afrika. Denn wir haben noch keine Systeme hier, keine Eisenbahnen, keine Flugfelder und vor allem auch nicht die Truppen dafür. Deshalb denke ich mal, werden wir uns hier nicht mehr länger fortbewegen. Wir werden erstmal warten, die Grenze halten. Die meisten ihrer Truppen sind bereits zerstört. Und dann eben den Fokus darauf legen, gegen diese Koalitionen, die ja bereits sind, mehrere sogar, zu bestehen. Der Punkt ist auch, dass eben ja ihre Koalition nicht mehr ganz so weit vom Rundensieg entfernt ist. Und sie könnten den noch erreichen, ohne uns bekämpfen zu müssen. Mit Arabien, mit Japan und mit den Gebieten hier oben könnten sie die Punkte wohl erreichen, auch mit Grönland. Aber sie wollen ja wirklich mit uns den Krieg ziehen. Sie haben es ja länger vorbereitet und es war ja auch klar, dass es passieren wird. Ihnen war ja irgendwie langweilig gewesen, sie haben ja öfters uns auch bedroht. Wir haben immer auf ihre Forderungen reagiert und sind darauf eingegangen. Trotzdem war eben klar, sie wollen das als Kriegsgrund nutzen. Sie haben immer wieder versucht, da auch einen Krieg draus zu machen mit kurzen Ultimaten und so. Wir sind allem begegnet, aber natürlich, jetzt ist es passiert. Wir konnten es zumindest noch ein bisschen rauszögern. Die Frage ist nur, was eben kommt jetzt? Ich habe bereits Speer geschickt nach hier unten, nach Liberia, nach Gabun und so, in die verschiedenen Gebiete hier, überall Speer, um eben zu schauen, was hier so vor sich geht, ob das eben Invasionstruppen tatsächlich sind, denn sie könnten es sein, wir haben hier keine Sicht mehr. Und wir werden dann mal versuchen, hier mit verschiedenen Methoden deren Schiffe etwas auszudünnen. Wir werden zuerst mit den Kreuzern, die wir hier haben, die haben heute Nacht Columbia bombardiert und etwa 20.000 Truppen aus Alaska zerstört, die werden dann hier den Konvoi abfangen. Das sollte gut funktionieren, wir werden damit dann mehrere Jäger gleich versenkt haben, das ist ein guter Gewinn für uns. Wir werden auch gucken, was hier noch ist, könnten Speer sein, werden wir versenken. Ich wollte eigentlich den hier angreifen, aber der stört mich ehrlich gesagt nicht so sehr, was die hier sehen, ist nicht wirklich viel oder beeindruckend. Und dann werden wir hier unten mit dem Bomber weiter operieren, diesen Speer ausschalten und mal gucken, was wir mit den Kreuzern hier machen, denn die werden ein bisschen schwierig werden für uns. Wir haben leider keine Festung hier
und auch nur zwei Artis. Das Gute ist, Kreuzer nehmen sehr viel Schaden, wenn sie nicht geschützt sind. Das heißt, unsere Artis sollten das gewinnen können. Wir haben auch genug Infanterie hier, um das durchaus machen zu können. Ich werde mal ein bisschen was abziehen, noch an Truppen aus Belem nach Recife. Und dann mal schauen, ob das vielleicht hilft. Ich weiß halt nicht, wo sie hinwollen. Es kann eben auch sein, dass sie echt einen Angriff auf die Karibik durchführen. Da haben wir nur sehr wenig Optionen, weil wir weder Flugfelder hier haben, noch die Bomber dafür, noch die EBGs. Die Karibik ist aktuell schwer zu verteidigen. Wir bauen bereits Festungen aus in San Juan. Wir haben zumindest eine ausgebaut gehabt. Wir könnten weiter ausbauen, fürs erste Mal nicht. Wir müssen den Stahl ein bisschen sparen für dann die EBGs und die Schlachtschiffe. Ist halt die Frage, was jetzt ihr Ziel ist. Das ist sehr schwer zu sagen. Hier unten ist auch noch ein Kreuzer, der jagt unsere Sichteinheiten hier. Das sind nur Speer, keine Sorge. Und Jamestown wird weiter stark befestigt. Ich will da eben so ein bisschen den Fels eben aufbauen, diesen Fels in der Brandung, um vielleicht ihre Landeeinheiten zumindest für einen Tag oder zwei aufzuhalten. Das würde schon viel Zeit für uns bringen, um hier weiter aufbauen zu können. Alles würde jetzt helfen. Das hier sind die 30.000 Truppen aus Alaska. Die entkommen hier immer noch. Die werden wir hier weiter jagen. Die wollen vermutlich irgendwo hier unten landen. Das ist wohl die Idee. Die werden wir auf jeden Fall abfangen können mit dem Kreuzer. Und das Schlachtschiff wird dann hier drüben mal schauen. Vermutlich erstmal im Süden operieren. Diesen Speer ausschalten, diesen Speer ausschalten, diesen Speer ausschalten. Und dann hier drüben noch den Kreuzer stellen, damit der eben nicht hier unten irgendwas bombardieren kann. Wir müssen auf jeden Fall noch King Edward's Point schützen. Und dann könnten wir nach oben gehen, diese Speer noch eliminieren. Und dann vielleicht uns dieser Flotte anschließen. Obwohl halt das hier schon längst da sein würde. Wir müssen eben gucken, was die machen, wo die hingehen. Die könnten versuchen, direkt hier zu bombardieren. Das könnte sein, sie sprechen sich gerade wohl ziemlich eng ab. Das macht wohl Sinn. Wir werden auf jeden Fall nicht klein beigeben und wir werden auf gar keinen Fall irgendwas abgeben. Ich werde aber vorbehalten, diese Angebote noch zu behalten, um eben eventuell dann Frieden schließen zu können, heimlich, wenn wir es irgendwann brauchen. Ist halt ein sehr dreistes Angebot, muss ich sagen. So ein Friedensangebot ist schon ein bisschen frech. Und dass sie direkt ihre Truppen schicken, ist schon ein bisschen witzig. Denn wir werden sie auf jeden Fall sofort vernichten. Vor allem ist es auch witzig, dass sie ja tatsächlich doch dann auch noch Pakistan beigetreten sind. Die waren ja im Krieg gewesen. Pakistan hat ja hier Madagaskar angegriffen. Die waren ja sehr erfolgreich gewesen. Europa hatten viele Gebiete eingenommen. Und sie wurden angegriffen und sind trotzdem ihnen beigetreten. Also das ist schon ziemlich peinlich, muss ich sagen. Und dass sie dann denken, dass ich dann ihnen jetzt irgendwie hier was geben würde, ist schon ein Ding. Hier greifen sie meine Speer an. Die werden wohl bald versenkt werden. Und hier unten haben sie eine Arti unterwegs auch. Das ist ein Kreuzer, das ist ein bisschen doof. Wir schicken die mal Richtung der Artis und gucken, ob wir vielleicht was machen können. Hier werden wir mal ein bisschen hinterherfahren, um die einfach noch zu beschatten. Obwohl, dann haben wir auch einen Ballon, das geht eigentlich auch so. Wir werden mal hier lang fahren, um vielleicht die hier aufzudecken. Das wäre ganz cool. Denn ich wüsste gerne, was da gerade noch so kommt. Wir haben halt gerade nicht wirklich die beste Situation hier im Westen und im Osten von Brasilien, gerade im Osten vor allem hier. Wir haben nicht viele Truppen da, wir haben jetzt angefangen vor zwei Tagen dort aufzubauen, noch sind es keine großen Armeen, die zwei Artis sind schön, der Ballon ist schön, aber eben die IBGs sind noch nicht da. Wir hätten früher anfangen sollen damit, wie mit der Darwin-Runde hätten wir früher anfangen sollen, schon mal ein paar zumindest zu bauen, weil es war ja klar, das wird irgendwann passieren. Ich muss halt dazu zu meiner Verteidigung sagen, ich dachte, Afrika würde gegen die stehen. Ich dachte, wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Es war nicht abzusehen, dass die tatsächlich dann so einfach das Spiel beenden wollen, dass sie sagen, okay, wir nehmen einfach Ally-Koalitionen und dann werden wir das so machen. Das war nicht abzusehen. Ich dachte, die würden irgendwie zu sich selbst stehen und versuchen, das aufzuhalten. Haben sie nicht getan. Das heißt, das ging jetzt deutlich schneller. Und vor allem, wir müssen mal kurz in die Zeitung gucken. Es war noch vor ein paar Tagen weitaus weniger klar, wie es eben laufen wird. Deutschland gab es ja noch vor ein paar Tagen. Der Krieg war noch lange nicht vorbei. Und Afrika war noch sehr, sehr unordentlich. Das war noch nicht wirklich sicher, dass sie eben sich beitreten würden. So, davon konnten wir einfach nicht direkt ausgehen. Und jetzt muss ich auch sagen, ist die individuelle Klasse der Leute hier gar nicht mal so hoch. Die sind alle gar nicht mal so individuell gut. Also Pakistan hat mich nicht sehr beeindruckt eigentlich bisher in der ganzen Aktion hier. Genauso wie Madagaskar mit solchen Sachen hier. Aber sie haben eben sehr viele Kräfte. Sie haben einfach dann irgendwie 10 Kreuzer. Und da kann ich nicht viel gegen tun. Also mal schauen, ob wir das hinkriegen. Unsere ist noch angeschlagen, ziemlich. Die können also diese drei nicht wirklich angehen. Wir dürfen auch keine Verluste haben, ist ganz wichtig. Wir können zwar diese Einheiten hier verlieren, wir dürfen aber keine wichtigen Einheiten mehr verlieren. Keine Artis verlieren, keine Kreuzer verlieren, denn unsere Produktionsrate ist schon so geringer als ihre. Mit Verlusten ist es noch schlimmer. Und von daher müssen wir aufpassen. Ich werde auch mal diese Arti hier abziehen, die ist einfach woanders benötigt. Es ist leider schade, weil diese Truppen sind frisch, die brauchen wir eigentlich eben im Norden ganz dringend gegen Alaska. Aber auch hier, ich glaube, es macht Sinn, einfach langsam einen Stopp zu verhängen gegen weitere Fortschreitungen.
Wir haben heute großen Erfolg gehabt. Wir haben Los Angeles eingenommen, sogar einen Panzer erobert. Wir haben eine Fabrik Level 3 erobert und einen Hafen. Der ist auch noch gar nicht mal so beschädigt. Das ist super für uns. Da haben wir viel Produktion, die wir dort nutzen können. Wir haben auch wenig Verluste gehabt. Wir konnten viele Armeen zerstören. Wir haben Little Rock eingenommen, Fort Smith, die große Festung ist gefallen. Und wir haben Jackson und Orlando eingenommen. Orlando von See aus mit einer Marineinvasion. Und damit ist hier wirklich viel Land eingenommen. Alaska ist militärisch weiterhin stark beschädigt. Ihre nächste große Armee ist hier in Atlanta. Da haben sie Columbia und Atlanta vereinigt. Eine Artie, die sie gebaut haben in Atlanta selbst mit der Fabrik dort. Wir können die gerade nicht wirklich angreifen, weil jetzt diese 35 mit Moral so niedrig sind, dass die da nicht viel Schaden machen würden. Obwohl die auch angeschlagen sind. Wir könnten es eigentlich machen. Aber es wäre verlustreich und das will ich gerade nicht. Und die Armee aus Little Rock kommt an. Und wird dann helfen. Die bräuchten wir eigentlich im Süden. Aber muss auch sagen, unsere Armeen hier sind echt stark runtergekämpft. Da ist nicht viel übrig. Das ist wirklich schwierig. Wir werden vielleicht noch San Francisco, Carson City, Salt Lake City, Denver und Colorado Springs einnehmen. Und dann hier Festungen bauen. Vielleicht noch hier Indianapolis einnehmen. Columbus, Columbia, Atlanta. Vielleicht noch Washington DC. Und dann einfach auch hier eben aufhören. Denn wir werden nicht wirklich weiterkommen. Das ist sehr schwierig. Das ist lange und langwierig. Die Verluste sind hoch, die Verteidigungen sind stark, überall Festungen, kleine Infanterie-Kontingente brauchen immer einen Arti-Support von uns, um den zu zerstören. Das ist einfach nicht ganz so ideal mit dem, was hier passiert. Ich kann da keine Kräfte mehr abziehen, guten Gewissens, und wir müssen einfach alles jetzt eben gegen die Koalition werfen. Was auch heißt, dass die Solo-Sieg-Challenge immer schwerer wird. Denn jetzt muss eben die Idee wirklich sein, wir können nicht gewinnen, indem wir ganz Amerika vereinen. Wir müssen gewinnen, indem wir sie ordentlich besiegen, vielleicht einer von ihnen AFK geht und wir dann das ausnutzen und landen. Das ist die einzige Hoffnung, die wir gerade haben. Und deshalb muss ich eben schauen, dass wir alles Richtung Westen werfen, dass wir jetzt wirklich schauen, dass wir unsere Truppen hier aufbauen, dass wir ihre Invasionskonvois zerstören, ihre Flotten zerstören und dann vielleicht irgendwie durch ein Wunder es schaffen, in Afrika anzulanden, ihnen Punkte nehmen und sie dann vielleicht einer nach dem anderen in einer Reihe langsam fallen. AFK gehen und wir irgendwie noch gewinnen können. Ich glaube, anders geht das nicht mehr, denn ja, die Punkte sprechen für sich. Wir sind weit weg. Wir sind bei jetzt fast 300 Punkten. Vielleicht wahrscheinlich morgen werden es 300 Punkte sein. Das ist schön, aber das reicht noch lange nicht. Das ist gerade mal ein Drittel des Weges, den wir jetzt geschafft haben. Und da fehlt noch ein bisschen und sie werden immer weiterkommen, weil sie werden das ja einnehmen können. Trotzdem noch. Sie sind noch nicht mit allen Kräften hier. Sie werden Arabien einnehmen, Neuseeland, Japan, die ganzen Inseln hier, die Aleuten, Hawaii. Und damit werden sie auf 1300 Punkte kommen, locker. Wahrscheinlich sogar mehr, wenn ihre Moral noch steigt. Und dann müssen wir da irgendwie gegen ankommen und ja, im Zweifel überleben. Aber Hauptsache, wir versuchen weiterhin eben den Solo-Sieg. Ich denke, es geht, es ist machbar. Und ich werde jetzt schauen, dass ich hier so gut wie ich kann spiele. Ich sehe gerade, unser Bomber hätte die Option, diese Konvois anzugreifen. Ich wollte ihn eigentlich reparieren lassen, weil der eben repariert werden muss. Aber das ist so ein attraktives Ziel. Die brauchen 3 Stunden. Die wären gerade perfekt angreifbar. Das machen wir. Wir greifen diesen Konvoi an. Das wäre eine easy Versenkung. Sie können nicht viel dagegen tun. Und ich will einfach klipp und klar zeigen, wenn sie Krieg erklären, dann müssen sie damit rechnen, dass ich zurückschlage. Und zwar genau so. Und das heißt, wir greifen diesen Konvoi an. Hier, diese Kreuzer können vielleicht hier was machen. Wir könnten Hamilton angreifen. Ansonsten ist, glaube ich, das hier ist ein Kreuzer. Von daher lieber nicht. Sie bauen hier auch offenbar aus, haben hier mindestens eine Werkstatt gebaut. Aber wir müssen aufpassen. Es kann sehr schnell sein, dass wir eben auch die Karibik verlieren, weil wir keine Defensivoptionen haben. Noch haben wir keine Bomber in großen Mengen. Wir werden auch für die nächsten 3 Tage keine großen Bomberflotten haben. Die nächsten 3 Tage werden schwer. Es wird sich nicht viel ändern. Die BGs werden nicht in Position sein. Die Bomber werden noch nicht fertig sein. Die nächste Reihe in Produktion kommt erst in ein paar Tagen dann raus. Also die nächsten 3-4 Tage werden noch genauso sein wie heute. Nur mit eben mehr Infanterie. Und ab dann, wenn wir bis dahin nicht große Verluste hatten, können wir wirklich beginnen, unsere Armeen aufzubauen, zu vergrößern und dann auch den ganzen Produktionsraum, der für Artis gerade reserviert war, für andere schwere Einheiten einsetzen, den Bau von Eisenbahnen erstmal abbrechen und dann uns voll konzentrieren auf den weiteren Ausbau unserer schweren Waffen, um eben die Küste schützen zu können mit EBGs, Bombern und dergleichen. Ich hoffe nur, wir können bis dahin überleben. Das ist die große Frage. Ich denke ja, weil sie eben noch keine großen Invasionsflotten haben. Wenn jetzt gerade hier irgendwie 1 Million Truppen kommen würde mit Schlachtschiffen und Kreuzern, ich fürchte, wir könnten gar nichts dagegen tun. Da wäre nichts wirklich dem gewachsen. Sie würden einfach unsere Küsten bombardieren können. Wir hätten keine Waffen, die das irgendwie aufhalten können. Und das wissen sie auch. Und damit hoffe ich, dass sie das eben noch nicht machen. Aber es wäre sehr möglich. Sie haben diese Mittel verfügbar. Sie haben große Armeen.
Kamerun alleine ist schon groß genug, sie könnten das schaffen. Wir haben gerade einfach keine Defensivoption, wenn sie Hilfe bekommen aus Pakistan und aus Madagaskar. Sie haben mehr Schiffe, wir haben einfach weniger. Und wir sind gebunden gerade im großen Krieg hier oben. Wenn ich alle Kräfte hätte, dann wäre das einfacher möglich. Wir hätten wirklich den Krieg einfach verzögern können. Es war töricht, muss ich sagen. Ich hätte einfach das realisieren müssen, dass die alliiert werden. Das hätte klar sein müssen. Es war schon abzusehen bestimmt. Vielleicht auch die Spionage wäre es sichtbar gewesen durch die Nachrichten. Denn Alaska einzunehmen, das hätte mindestens, wie wir bereits merken, Wochen gebraucht mit allen Truppen, die wir haben. Und wir hätten hier unten sehr gut stehen können mit einer kleinen Defensivlinie, hätten sie uns niemals angreifen können. War ja auch gar nicht ihr Interesse gewesen, so wirklich. Wir hätten alle Truppen abziehen können, wir hätten sie mit guter Moral jetzt schon gehabt, hätten hier stark stehen können. Aber natürlich wäre das eine Kapitulation gewesen, der Solo-Sieg-Challenge. Wir hätten das vermutlich dann nicht mehr geschafft. Und ich wollte einfach eben, dass diese Serie auch in diesem Sinne speziell ist, weil wir es wirklich versuchen müssen. Und ja, deshalb eben machen wir das jetzt so. Aber ich muss auch sagen, das ist so eine Art von Spiel, die ich wirklich sehr mag. Ich habe früher mal sehr gerne auch alleine gespielt, meine Runden ohne vielen Allies. Und somit ist das gar nicht mal so schlimm. Und ich finde, das kann auch Spaß machen. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir eben so ein bisschen hier Truppen rekrutieren, neue Kräfte ranbekommen. Wir haben schon wieder fast 700.000 Truppen. Wir werden also schnell rekrutieren. Wir bauen überall auch Kasernen aus in den ganzen Kerngebieten, in den Doppelprovinzen. Wir werden also ganz schön gut produzieren. Wir werden viele, viele Truppen ausstoßen die nächsten Tage und dann werden sie bald Probleme bekommen. Ich hoffe nur, wir erleben das noch. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.